Das heutige Video ist wirklich komplett eskaliert und der Titel ist kein Clickbait. Auf geht's. Oder ich habe so ein im Gesicht, Digga. Nein! Nein! Würdest du eher jetzt eine Glatze rasieren? Yeah! Oder 100.000 Juwelen aufladen? Übertreib nicht! Ey, Lukas, ganz ehrlich, ich wollte dich noch davon kommen lassen. Weißt du, was ich in Planung habe? Hä? So, Kevin, es wird jetzt mal Zeit, die Wettschulden einzulösen. Ich würde sagen, geh mal direkt hier auf deinen Brawl Stars Namen drauf. Ach, und Digga, umbenennen. Ja, Mann. Wie soll ich so mich Ding nennen? Ist das. Ja, Kevin, gib erstmal ein Burger Pommes als erstes, ne? Ey, Lukas, ganz ehrlich, Freunde, ich erkläre euch einmal ganz kurz, warum wir jetzt gerade hier sind. Ich habe mit Lukas gewettet, der Burger Pommes Song wird keine 5 Millionen Aufrufe schaffen und der hat irgendwie 6,5 Millionen und jetzt darf er ein Video von mir bestimmen. Aber ja, wie soll ich mich nennen? Burger Pommes. Das passt wahrscheinlich gar nicht. Ja, warte, teste erstmal, wie viele Zeichen sind überhaupt noch möglich. Ja, mehr geht nicht. 3 Stück? Ja. Ja, dann musst du dich wahrscheinlich nennen Burger Pommes Fan. Das ist ja ein ehrenhafter Name. Burger Pommes. Burger Pommes Fan, einfach so. Ja, Burger Pommes Fan. Bruder, sieht so kacke aus. Was für Kacke, Junge. Das ist ein Ehrenname. Ich habe Lukas gesagt, der hat jetzt 20 Minuten Zeit. Das haben wir abgemacht, dass er heute ein Bestimmvideo machen darf, weil ich die Wette verloren habe. Okay, Lukas, mach weiter. Deine Zeit läuft. Du, Kevin, ich überlege auch gar nicht lange rum, sondern ich habe direkt die nächste Sache, die richtig geil ist. Und zwar, du hast bestimmt TikTok auf deinem Handy installiert, ne? Ja. Hol mal TikTok raus und du machst jetzt einen richtig geilen Burger Pommes Tanz in deinem TikTok. Hast du irgendwas von McDonald's bei dir zu Hause, was du noch gut einbauen könntest? So einen verschimmelten Burger jetzt noch, oder? Nee, so. Lukas, das Einzige, was ich habe, ist diese Burger Pommes, wollte ich gerade sagen, Ketchup McDonald's Flasche. Aber lass mich mal einmal kurz TikTok öffnen. Also, Lukas, was soll ich jetzt machen? Also, du hast ja das McDonald's Duschgel am Start, ne? Ja. Das Ketchup Duschgel. Ja. Du machst jetzt den Burger Pommes Song natürlich an, ne? Machst so ein geiles TikTok dazu, wie du den Song halt richtig fühlst, mit der Bewegung, du kennst die ja, ne? Und so weiter. Na. Und mit der anderen Hand tust du dir Duschgel so ins Gesicht überall machen, so. Bruder, Digga! Was soll das denn? Aber du musst den Song richtig fühlen, weißt du, wie ich meine? Digga, das Video hat gerade erst begonnen! Ja, Bro, wir sind ja auch noch am Anfang. Ich glaube, das wird auch richtig viral gehen, also, ne? Ey, Lukas, ich schwöre dir, Freunde, ihr müsst jetzt mal schon mal in die Kommentare schreiben, wie ich mich rächen soll. Wenn du weiter so machst, Digga, ich schwöre, du wirst sehen. Okay, Lukas, ich bin jetzt ins TikTok drin. Also, was soll ich machen? Burger Pommes Song ist ausgewählt. Ich soll jetzt das Ding. Erstmal mach dich mal schick. Kopfhörer weg, Kappe aus. Die Leute sollen nicht denken, dass du gerade in der Aufnahme bist, weißt du? Kappe muss ich auflassen, Bruder. Ich hab noch nicht geduscht, ey. Deswegen ist Duschgel ganz gut eigentlich. Hallo! Bestimmen Video, Kappe aus! Was? Junge, ich bestimme. Kappe aus. Hey, Digga. Bruder, ich sehe. Ach, komm. Okay, was soll ich jetzt machen? Ich meine, du hast ja auch Duschgel. Das kannst du doch gut gebrauchen jetzt. Komm, Lukas, lass mich jetzt einfach Freestyle machen und am Ende, du wirst zufrieden sein. Ich muss da wahrscheinlich dann eh duschen. Moment. Ey, Lukas, ich hasse dich, ne? Okay, Freunde, ich habe jetzt hier dieses Duschgel. Digga, es wird so eklig, ja. Ich hoffe, es funktioniert. Ich habe nur einen Versuch. Drück das da jetzt so raus. Ah! Oh mein Gott, Junge, Kevin, ey. Oh, Scheiße, ich höre den Sound nicht. Lukas, ich höre den Sound nur auf meinen Kopfhörern. Ja, dann mach mit Kopfhörer. Burger Pommes auf die 1. Junge. WTF. Oder ich hab so ein Gesicht, Digga. Ja, also ich würde sagen, Kevin hat das ziemlich gut gemacht. Bin mir sicher, dass das wird viral gehen, das Ding, ne? 1 Million Views nach 2 Tagen, würde ich sagen. Realistische Chance, würde ich sagen. Digga, alles ist voll mit Duschgel. Ey. Ey, Lukas. Cool. Ja, hast du gut gemacht, das TikTok, muss ich sagen. Warte, wir müssen das Meisterwerk einmal kurz angucken. Digga, ich schwör, Bruder.
Ich fühle das irgendwie. Ja, geil, Kevin. Jetzt mal veröffentlichen hier. Ich schreibe aber rein in den Titel, ich wurde gezwungen. Nee, komm. Wir wollen es einmal besser hier machen. Schreib oh nein. Rein. Mein neuer Lieblingssong. Oh nein. Hashtag Burger Pommes. Ist gepostet. Gute Aufgabe, machen wir weiter. Lukas, deine Zeit läuft. So. Let's go. Brawl Pass durchkaufen. Hey. Ja, Leute, neuer Brawl Pass ist draußen. Geh mal hier schnell rein. Ja, warte, ich muss davor noch kurz was machen. Ah ja, nee, war schon richtig. Was denn? Ey, hallo. Ja. Lukas eingeben. Willst du auch, dass ich nett zu dir bin oder nicht? Ja, Bruder, du hast jetzt schon übertrieben. Ja, neuen Brawl Pass durchkaufen. Cool. Ja, Brawl Pass Plus. Oh, Kauf war erfolgreich. Okay, let's go. Lukas, ich hab den Brawl Pass jetzt gekauft und jetzt? Jetzt würde ich sagen, alle Stufen durchjammen. Digga. Aber beeil dich, ne? Die Zeit geht ja sonst ab. Ich will, dass du das richtig schnell machst. Aber ich bin Rentner, Bruder. Ich treffe das manchmal nicht. Ja, Kevin, alles gut. Klatsch mal einmal, dann ist das fertig. Okay. Oh, Alter. Oh, Lukas, du kannst zaubern, Digga, sag ich dir ganz ehrlich. Okay, was soll ich machen? Ja, jetzt legendären Star-Drop öffnen, Stufe 50. Hallo! Ja, hallo. Klingelt's bei dir in der Melone? Hä? Wir haben gesagt, nicht übertreiben, Bruder. Ich hab grad schon so ein peinliches TikTok gemacht. Ja, hä, was für übertrieben, Bro? Du hast dir ja einen Brawl Pass gekauft dafür. Jetzt öffne. Ja, komm. Jetzt bitte irgendwie irgendein Skin zumindest. Komm. Boah. Ich hoffe nicht für dich. Nee! Ah. Überladung für Edgar. Und jetzt kannst du nochmal den Stufe 50 Skin abholen. Oh. Der ist immerhin cool, der Fenrir-Bass. Okay, Lukas, ich würd sagen, was jetzt? Ja, jetzt geh wieder raus. Geh mal in den Shop, Kevin. Ja, Lukas, hier ist nichts drin, Bruder. Komm. Zeig mir mal ganz genau. 10-Euro-Angebot kaufen. Ach, Digga. Guck mal, Powerpunkte und Münzen, ich finde das immer ein guter Deal. Ich habe 21.000 Münzen, ich habe 17.000 Powerpunkte, Lukas. Davon brauche ich nichts mehr. Ja, stimmt. Deswegen kaufst du dir auch jetzt dieses neue Angebot ganz links. Und zwar was ist das hier? Das Münzenangebot? Ja, dieses Nerds Endless Gift. Weil du bist ja auch ein kleiner Nerd. Ich meine, du brauchst ja ein bisschen Münzen, ne? Jetzt muss ich jeden Tag hier die Münzen einsammeln, oder was? Genau. Wow. Wobei ich aber sagen muss, das könnte sich theoretisch wirklich für Leute, die sonst keine Münzen haben, könnte sich das lohnen. Ich glaube, das ist ein gutes Investment eigentlich. Ich glaube, das ist auch ein gutes Angebot. Aber für mich ist das ein Kack-Investment, Digga. Mach weiter. Ja, okay. Dann geht's mal aus dem Shop raus. Ja. Club. Und zwar Club-Nachricht, also Post, Club-Post meine ich, ne? Ja. Der Burger-Pommes-Song ist 1000-mal besser. Hat mich irgendwie verschrieben. Ja, Kevin, wenn du mich aggressiv machst. Was? Dann ich hab da geschrieben, ist schön. Freunde, ihr habt's alle gesehen, da stand, ist schön. Lüge. Ah ja, was wolltest du sagen? Ist 1.000.000-mal besser als der Takis und Prime Song. Ach, Digga. Freunde, müsst alle mal Hashtag Takis und Prime in die Kommentare schreiben, wenn ihr den Song feiert. Ja. Und dann jetzt machst du noch ganz viele Burger-Pommes-Emojis, weißt du? Immer abwechselnd. Ja, passt. Freut dich das, Lukas? Ja, freut mich. Mich freut das nicht. Okay, Kevin, als nächstes dein Takis und Prime Song, ne? Da gibt's ja so eine Line, und zwar: Ich hab Pyra in der Freundesliste. Ja, deswegen würde ich sagen, zeig mir das überhaupt mal, ob das überhaupt stimmt. Meine Freundesliste zeigen. Ja. Boah, es geht gerade nicht. Die ist irgendwie verbuggt seit so gestern oder so. Wie verbuggt? Jetzt zeig doch. Bruder, die ist verbuggt. Die geht nicht. Warte kurz. Ich kann nur bis Platz 20 scrollen oder so. Aha, okay. Dann kannst du auch 100.000 Juwelen aufladen, wenn du mir nicht die ersten paar Plätze zeigen willst. Digga, übertreib bitte nicht. Ich hab... Hä? Ist ja gar nicht Shira. Bruder, er hat mich gelöscht oder so. Ich weiß nicht. Ja, Bro. Einfach Lüge in deinem Song oder wie? Ich hatte ihn noch. Er auf einmal ist er weg, Digga. Ja, das oder er hat sich umbenannt zu Musa oder so. Ich weiß nicht. Ja, bestimmt. Also, Kevin, ich sag dir ehrlich, ich bin gerade richtig sauer, dass dein Song auch noch gelogen ist. Hey! Und deswegen, ich guck mal kurz, ob jemand live ist. Du musst jetzt dafür eine extra Bestrafung machen. Oh, Jonas ist live. Jonas ist live. Ja. Ja. Komm, geh mal in seinen Stream und dann ruf ihn mal an. Und dann musst du was klarstellen. Lukas, ich habe gerade eine Nachricht auf WhatsApp bekommen. Lass mich mal einmal kurz klatschen und dann habe ich jemanden in meiner Freundesliste drin, ja? Weil ich habe, du weißt ja, ich habe Hyra in der Freundesliste, ja. Coins im Inventar. Guck, 25.000. Ja, Bro, ich habe einfach. Bam, Digga! Millionen, hä? Woher? Hyra in der Freundesliste. Ich kann zaubern, Bruder. Ich bin Magier. Hä? Geh mal auf sein Profil. Das ist Hyra. Guck. Ja. Da zeig guckst mal Brawler du von ihm. Zeig mal Brawler.
Tag guckst du doof. Hä, Digga? Ja, ja? Wenn ich das schon singe, dann ist es ja natürlich auch wahr. Ah, okay. Dann würde ich sagen, musst du nicht was ganz so Schlimmes bei Jonas machen. Du musst den Burger-Pommes-Song einfach singen. Och, Digga. Warum denn jetzt schon wieder irgendwas mit Burger-Pommes, Lukas? Du begibst dich hier auf ganz dünnes Eis, sage ich dir. Jetzt ruf Jonas an. Ja, dann rufe ich jetzt Jonas einmal an. Ja, jetzt ruf ihn mal an. Bin gespannt. Burger Pommes auf die 1, pack die Pommes in den Burger rein. McDonald's geht zu jeder Zeit. Burger Pommes auf die 1. Hi Kevin. Danke. Ja, bitteschön, Jonas. Das war's? Ja. Okay. Tschüss. Dann, schönen Tag noch, ne? Tschüss. Ja, ciao. Jürge. Hat man es im Stream gehört? Ja, ja, hat man. Oh nein, ich hab gehofft, er hat's leise gemacht. Okay. Lukas, komm, deine Zeit läuft. Also, Kevin. Ja. Du hast zwar jetzt Hyra in der Freundesliste, ja. Mhm. Aber aktuell hast du ja noch ein paar Coins im Inventar. Ja, das freut mich auch, dass ich Coins im Inventar habe. Das finde ich auch cool, aber ich möchte, dass du dir jetzt ein paar Silber-Gold-Skins und so weiter kaufst, dass du null Münzen im Inventar hast. Keine Coins mehr im Inventar. Ja, ja. Welchen Skin soll ich kaufen? Ja, du brauchst ja immer erst noch die Silber-Variante. Ich weiß nicht, hast du die da schon oder wie sieht's da aus? Ja, von welchem Skin denn überhaupt? Von der Nita. Ja, ich hab von der Nita sicher die Gold-Variante. Warte. Ja, guck, von dem Ehrenmann habe ich die Gold-Variante schon. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir Penny. Bruder, was für Penny? Digga, ich hab genau 25.000 Münzen. Genau. Bruder, das ist... Ich schwör, Penny. Wann habe ich das letzte Mal Penny gespielt, Digga? Oh, ja, Bruder. So, Kevin, wer hat jetzt noch Coins im Inventar? Ja. Ja, ja, ja. So, Kevin. Und ich weiß ja, du bist nicht so gut in Brawl Stars. Und deswegen kriegst du jetzt nochmal ein finales 1 versus 1 gegen mich. Und wenn du gewinnst, dann bist du mit diesem Video fertig. Wenn du aber verlierst, kriegst du die schlimmste Aufgabe aller Zeiten. Lukas, klatsch mal kurz. Ja. So, Lukas, wenn du schon dich hier mit dem richtigen Brawl Stars-Profi anlegen willst, dann aber richtig. So, Lukas, Colt auswählen, weil du weißt doch, die wahren Brawl Stars-Spieler, die können Colt spielen und ich weiß, dass du da nicht dazu gehörst, deswegen let's go. Eine Runde, best of one. Ich werde gewinnen und dann ist das Video endlich vorbei. So, Kevin, zeig mal hier deine Colt-Skills. Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Ah, Bruder, gibt's ja alles, ne? Oha! Ich merk schon, okay, ich muss dir richtig tryharden jetzt. Du siehst ich hab hier meine Mütze auf dem Kopf, Lukas. Ja, ja, ja. Merk das schon hier. Jetzt hol aber nicht den Hyra aus. Ah! Nein! Oh, Kevin, ja. Oh, Freunde, ich glaube, ich muss meine Cap gleich rückwärts aufsetzen. Ah! Was war das denn für eine Ult, Junge? Hey! Digga, halt mal eine Fliege, die wollte ich abschießen. Komm mal ran hier auf Meter, Jungen. Ah, gleich, Kevin. Alles mit der Ruhe, ne? Nein! Oh, Kevin. Die schlimmste Aufgabe erwartet mich vielleicht. Hey! Oh, diese Ult, Digga. Die hat alles auseinandergenommen. Komm her jetzt. Wenn du dich traust, kommst du jetzt her. Ja! Bleib stehen! Digga. Nein! Nein! Ja! Bruder, ich hab noch 90 HP. Scheiße! Ja, oh, so! Nein! Schlimmste Aufgabe kommt jetzt. Also, Kevin, würdest du eher jetzt eine Glatze rasieren? Yeah! Digga, oder was für Glatze rasieren? Ja, Bro, hast du doch damals auch mal gemacht vor 5 Jahren. Das war richtig geil, das hat dir gut gestanden. Ja, oder 100.000 Juwelen aufladen. Übertreib nicht. Ja, das ist gar nichts übertrieben. Glatze rasieren über 100.000 Gems. Oder Glatze. Ey, Lukas, aber ganz ehrlich, ich wollte dich noch davonkommen lassen. Weißt du, was ich in Planung habe? Der Burger Pommes Song Diss-Track ist fertig. Er was? Kommt am 20.03. 10 Uhr auf meinem Kanal. Schneide dich an, ich blockiere dich, Digga. Der Song kommt online. Wir sehen uns beim Release, Bruder. Es ist soweit. Ey, Bro, so die geht Zerstörung, das Bruder. Jetzt geht's los.
Kein Mensch ist in euer Kopf. Das hier habt ihr euch eingebrockt. Jetzt lüftet's aus. Ihr wisst, ich bin der Beste jetzt. Im Brawl Stars und im Rap-Geschäft. Ich fress euch auf.